Trainingslager ist harte Arbeit? Stimmt. Im Trainingslager gibt es kaum Freizeit? Stimmt. Trainingslager macht so gar nicht Spaß? Stimmt auch, oder? Bei ihr eigentlich nicht. Lena Lotzen genießt jeden Tag mit dem Team. Der Grund, die Stürmerin war lange verletzt. Ja, ich bin natürlich überglücklich, dass ich jetzt endlich mal ganz normal mit der Mannschaft trainieren kann, dass ich keine Schmerzen habe, dass ich einfach mal aus der Reha raus bin. Und natürlich habe ich es immer gehofft, dass es irgendwann so ist, dass es natürlich jetzt so schnell und so gut ging. Habe ich natürlich jetzt nicht so mit gerechnet, aber ich bin natürlich froh darüber und genieße es irgendwie alles und freue mich einfach, hier dabei zu sein. Endlich wieder Trainingslager, endlich wieder dabei sein, endlich wieder Spaß mit dem Team haben. Lena genießt die Woche im Allianz Wintercamp in der Nähe von Cadiz. Vor allem, weil die letzten 1,5 Jahre nicht einfach waren. Ja, natürlich ist man in der Reha eher ein Einzelkämpfer und eigentlich spielt man Fußball, weil man gerne in der Mannschaft spielt. Und man sieht die anderen immer auf dem Platz, man sieht die, wie die letzten Jahre sehr erfolgreich Fußball spielen und man wollte eigentlich immer dabei sein, man wollte eigentlich so auf dem Platz ein Teil davon sein. Und das war natürlich nicht ganz leicht, das von außen mitzusehen und deswegen bin ich jetzt halt einfach froh, dass ich endlich irgendwie da dabei sein kann und auf dem Platz mitwirken kann. Die 23-jährige Europameisterin ist seit diesem Jahr wieder im Teamtraining und siehe da, der Torinstinkt ist offensichtlich nicht abhanden gekommen. Nach 18 Monaten ohne Spielpraxis ist sie auf einem guten Weg, aber auch noch nicht ganz die Alte. Das Knie ist wirklich momentan ohne Probleme und das ist, glaube ich, ein Riesenerfolg. Nach der langen Zeit, wo sie wirklich hatte, das war, ich glaube, so schwierig für sie. Und wir freuen uns alle im Verein, dass sie, die uns ja praktisch all die Jahre eigentlich gefehlt hat jetzt zuletzt und davor aber so, sich so toll entwickelt hat bei uns. Am Mittwoch dann die bisher größte Bewährungsprobe für Lena Lotzen. Abfahrt nach Sevilla, wo am Nachmittag das Spiel gegen Arsenal London ansteht. Die Engländerinnen wurden gerade Dritter in ihrer Liga und haben im letzten Jahr 3:1 gegen Lenas Team gewonnen. Coach Tom Wörle sagt, dass sie zuerst auf der Bank Platz nehmen wird, aber in der zweiten Hälfte Spielzeit bekommt. Für 90 Minuten reicht es nach 3 Wochen Vorbereitung eben noch nicht. Nach einer Stunde Spielzeit ist es dann soweit. Lena Lotzen darf ran. Und 10 Minuten später hat sie ihre erste Offensivaktion. Am Ende gewinnen Lenas Bayern mit 3:1. Die Stürmerin ist glücklich, aber nach 30 Spielminuten auch ganz schön geschafft. Ja, ist schon was anderes, auf so einem großen Platz zu spielen, bei dem Tempo, auf dem Niveau wieder dabei zu sein. Da muss ich mich natürlich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Da war ich schon ein bisschen kaputt. Aber ich glaube, daran muss ich mich jetzt einfach wieder dran gewöhnen und da wieder reinkommen. Aber trotzdem hat es riesen Spaß gemacht, da wieder zu spielen. Das Resümee, es sieht gut aus bei Lena Lotzen. Der erste harte Test ist überstanden. Jetzt muss sie weiter fleißig trainieren, damit sie auch zu Saisonbeginn dabei sein kann.